willkommen zurück im Atelier von L'Oréal Paris. Heute zeige ich euch richtige Lebensretter, und zwar die Infallible Contour Sticks. Jeder kennt es, entweder man ist aufgequollen oder man ist blass und trüb. Ich sage euch, ein paar Handgriffe und ihr seht wieder aus wie eine Prinzessin. Das erste Beauty-Dilemma, trüber Teint. Und dafür brauchen wir nur zwei Sticks, und zwar einen Blush und einen Highlighter, und damit sieht man schon viel, viel frischer aus. Es geht ganz schnell. Als allererstes nehme ich den Blush und trage ihn auf meinem Wangenknochen auf. Falls ihr euch nicht sicher seid, wo ihr den Blush dann auftragen müsst, wenn ihr lächelt, auf dem höchsten Punkt der Wange. Und dann natürlich der Highlighter. Und der Highlighter kommt natürlich auf dem Wangenknochen. Und ich trage das auch immer auf meinem Nasenrücken auf und mit einem kleinen Pinsel auch im Augeninnenwinkel. So, das Ganze muss jetzt nur noch verblendet werden, natürlich, denn so gehe ich nicht auf die Straße. Ich nehme jetzt einfach einen härteren Pinsel und verblende das. Den Highlighter mag ich immer so ein bisschen mit dem Finger in die Haut eigentlich einklopfen, damit er auch an Ort und Stelle bleibt. Und auch auf dem Nasenrücken benutze ich meinen Finger. Und der allerletzte Schritt, falls ihr wollt, denn manchmal sehen die Lippen auch ein wenig farblos aus, der Blush, der ist super auf den Lippen, da er nur so leicht rosig ist und nicht viel verändert, nur ein wenig Farbe und Frische verleiht. Tada! Und der trübe Teint ist weg und ich sehe viel frischer aus, nicht wahr? Beauty-Dilemma Nummer 2. Draußen ist es kalt, die Sonne scheint nicht, ich fühle mich total blass. Was mache ich? Total easy. Ich trage den dunkelsten Infallible Contour Stick auf. Und wenn du diesen Sun-Kissed Look rekreieren willst, dann denkst du einfach, wo kommt die Sonne als allererstes hin? Wo bräunst du dich als allererstes? Natürlich auf der Stirn, Nasenknochen, Wangenknochen und ein wenig hier unten natürlich, damit das so ein bisschen abgerundeter und schöner ist. Und dann nehme ich natürlich einfach wieder meinen Blending-Pinsel und verblende das schön. Okay, wie groß ist der Unterschied bitte? Von Käseweiß zu Karibik? Als allerletzten Tipp kann man wieder den dunklen Stick benutzen und das dann auf dem Augenlid auftragen. Und so schnell könnt ihr euer Gesicht schön definieren. Beauty-Dilemma Nummer 3, Hangover. Wer kennt es nicht? Man ist zu lange unterwegs, man schläft zu wenig, aber auch da kann ich euch helfen. Der erste Stick, den nehme ich in meiner eigenen Hautfarbe und damit decke ich erstmal alle Unreinheiten ab. Und das mache ich auch immer mit meinem Finger. So, die Haut ist jetzt ebenmäßig. Und als zweiten Schritt habe ich jetzt einen Stick, der zwei Nuancen heller ist als mein eigener Hautton. Und damit decke ich jetzt meine Augenringe ab, denn natürlich hat man Augenringe, wenn man wenig geschlafen hat. Und wir können auch ein paar Stellen unseres Gesichts aufhellen bzw. highlighten, wie die Stirn, die Nasenpartie und unter den Augenbrauen. Aber wer ein wenig mehr braucht, der trägt das einfach wieder mit dem Stick auf. Es lässt sich nämlich wirklich total einfach verblenden. Und das alles verblende ich dann wieder. Und ich sehe wieder aus, als hätte ich geschlafen. Aber der allerletzte Step, der natürlich den letzten Kick gibt, Blush. Den Blush trage ich natürlich wieder auf meinem Bäckchen auf. Wenn man lächelt, wieder der höchste Punkt und auch auf den Lippen. Und natürlich wieder verblenden. Und voilà, au revoir Hangover-Nacht. Beauty-Dilemma Nummer 4, mit dem ich ehrlich gesagt ganz oft zu kämpfen habe. Man wacht morgens auf und man ist total aufgequollen, aufgedunsen. Was macht man denn dann? Konturieren. Das ganz klassische Konturieren, mit dem man sein Gesicht shapen kann. Also den dunkelsten Infallible Contour Stick benutze ich unter meinen Wangenknochen, um einfach mein Gesicht wieder ein bisschen zu verschmälern. Auf
meine Stirn, auf der Nase, auf meinem Kinn und natürlich, was ja auch total schön ist, die Jawline. Um das Gesicht dann ideal zu shapen, nehme ich natürlich auch wieder die hellere Nuance und trage sie unter den Augen, auf dem Nasenrücken, auf meiner Stirn, auf meinem Kinn, unter und über meinem Wangenknochen auf. Auch ein wenig unter der Augenbraue, kann nicht schaden. Und last step, der Highlighter. Tada! Mein Helfer. Wichtig ist, dass ihr das wirklich in den Ansatz verblendet, denn manchmal sieht man da einen Rand und das sieht natürlich nicht schön aus. Und damit es nicht zu sehr ineinander verläuft, werde ich die helleren Parts mit einem anderen Pinsel verblenden. So, den großen Pinsel, den quetsche ich jetzt so ein ganz kleines bisschen zusammen, damit ich die Nase besser konturieren kann. So, und jetzt kommt der kleinere Pinsel ins Spiel, den ich für die hellere Partie brauche. Das trage ich dann auch auf meinem Augenlid auf. So, jetzt kommt natürlich wieder der Highlighter ins Spiel. Und ich bin ja eh ein riesen Highlighter-Fan. Ich nehme einen kleineren Pinsel, trage den Highlighter unter meiner Augenbraue auf. Sparkle in the Eye bekomme ich, indem ich im Augeninnenwinkel den Highlighter auch auftrage. Und voilà, mein aufgequollenes Gesicht ist weg. So, und das waren meine 4 Hacks gegen die verschiedenen Beauty-Dilemma. Und wir sehen uns das nächste Mal im Atelier von L'Oréal Paris. Mua!